Wir schreiben das Jahr 2003. Mazda bringt den Kleinwagen Mazda 2 heraus und fällt damit überall durch. Überall? Nein, in einem kleinen, unscheinbaren Land namens Österreich wird der praktische Microvan zu einem Bestseller. Nun kommt Mazda mit einer gänzlich neuen Version auf den Markt. Was werden die Österreicher wohl dazu sagen? Der neue Mazda 2 hat ja mit dem Vorgänger so gar nichts mehr zu tun und das ist auch gut so, denn er war für mich zumindest das einzige Produkt, das irgendwie nicht zur Mazda-Produktpalette gepasst hat, ein bisschen zu emotionslos für meinen Geschmack. Designmäßig haben sich die Designer wirklich was einfallen lassen von der Linienführung. Irgendwie ist er total fit und agil und steht da wie ein Sprinter in der Startbox. Also jedes Detail ist in Bewegung, irgendwie eine ziemliche Spannung für so ein kleines Auto. Und das ist frech, das ist frisch und das ist fit. Mir persönlich gefällt es sehr gut. Vier Zentimeter kürzer ist der neue Mazda 2, der Radstand wuchs aber auf fast 2,5 Meter, was den Kleinen viel agiler, leichter zu beherrschen und sicherer macht. Die Abmagerungskur hat sich ausgezahlt, ganze 100 Kilo bringt der neue Mazda 2 weniger auf die Waage. Das wirkt sich natürlich positiv auf den Verbrauch und damit auf den Kohlendioxidausstoß aus. Der Basisbenziner verbraucht nur gerade mal 5,4 Liter. Das entspricht einem CO2-Ausstoß von 129 Gramm pro Kilometer. Wenig überraschend der Innenraum des neuen Mazda 2. Es ist ein absolut modernes Auto und das merkt man auch in jedem Detail, sowohl komforttechnisch als auch sicherheitstechnisch. Schön dabei, dass die qualitative Anmutung sich wirklich in jedes Detail zieht und dafür ist ja Mazda berühmt. Autobild Qualitätsreport 2006 und 2007 der absolute Qualitätswinner. Das gibt einem das gute Gefühl, in einem ordentlichen Auto zu sitzen. Was man nicht sieht bei diesen Features, aber was man spürt, wenn man einsteigt, ist die Agilität. Man setzt sich rein, hat ein lässiges Lenkrad im Griff, gibt Gas und fährt in einem spritzigen Auto, das man wirklich in jeder Situation gut im Griff hat und das obendrein jede Menge Fahrspaß bietet. Und ganz ehrlich, darum geht's. Unser Fazit, wir gratulieren Mazda zum neuen Mazda 2. Endlich ist ein Automobil nicht größer, schwammiger, schwerer und teurer geworden, sondern komplett andersherum. Der neue Mazda 2 dürfte außerdem nun auch den Leuten gefallen, denen der Vorgänger zu kastenförmig war. Vor allem beim Fahrgefühl hat der neue eindeutig die Nase vorn. 8 von 10 Go-Sternchen für den Fun-Faktor. Unglaublich, der neue Mazda 2 ist im Vergleich zum Vorgänger billiger geworden. Außerdem ist der Verbrauch geringer und das, obwohl die Serienausstattung durchaus das eine und andere Schmankerl bietet. Wir vergeben 7 von 10 Go-Sternchen für die Wirtschaftlichkeit. Der neue Mazda 2 bietet Airbags, ABS mit EBD, Gurtstraffer und Isofix Kindersitzbefestigungen. ESP gibt's kleinwagentypisch nur gegen Aufpreis, obwohl wir zugeben müssen, dass sich das Fahrverhalten des neuen Mazda 2 wirklich ausgesprochen sicher anfühlt. 8 von 10 Go-Sternchen für die Sicherheit. Alles in allem ist Mazda den absolut richtigen Weg für mich gegangen. Ein Auto, einen Kleinwagen, nicht größer und schwerer zu machen wie alle anderen, sondern kleiner und leichter. Das ist das Konzept der Zukunft. Das Ganze wirklich frisch und fit verpackt. Insgesamt ein rundes Gesamtkonzept für den frechen Stadtflitzer. Einzig und allein der Preis. 11,99 kostet die Basisversion des Mazda 2 und das ist doch relativ viel Geld. Nach oben hin gibt es natürlich keine Grenzen oder zumindest nicht viele. 18,96 kostet die 1,5 Liter Top-Version und da kann man noch ein bisschen was hineinbasteln, was Spaß macht. Das ist schon wieder okay vom Preis her, aber den Einstiegspreis, den hätte ich eher vielleicht ein bisschen günstiger gesehen. Nichtsdestotrotz, ich bin überzeugt, er wird für Furore sorgen und wird seinen Make am Markt machen. Der von uns getestete Mazda 2 verfügt über einen Vierzylinder-Benziner mit 103 PS und 1498 Kubikzentimeter Hubraum. Maximales Drehmoment 137 Newtonmeter bei 4000 Umdrehungen die Minute. Beschleunigung von 0 auf 100
in 10,4 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 188 km/h. Durchschnittsverbrauch 5,9 Liter. Der Preis ab 11.990 Euro.